etwas einfallen lassen. Der Rinspeed Splash soll ein Sportwagen sein, der schwimmen und fliegen kann. Ob das stimmt, sehen Sie jetzt. Es gibt sie seit 10 Jahren, die Prototypen der schweizerischen Kreativschmiede Rinspeed. Die Autos polarisieren und überraschen durch ihren Ideenreichtum. Zum Beispiel der R1 mit dynamischem Cockpit. Oder der Presto, der dem Parkplatzproblem ein Ende bereitet. Die Affinität von Frank Rinderknecht zu Wasser war schon in verschiedensten Prototypen zu sehen. Der diesjährige Prototyp Splash sieht aus, als wäre er für 007 persönlich konzipiert. Er ist auf dem Wasser, in der Luft und auf dem Land zu Hause. Die Karosserie des Splash besteht aus 100% Carbon und ist wasserdicht. Als Antrieb dient ein mit Erdgas angetriebener 750 Kubikzentimeter Motor. Mit nur 850 Kilogramm Leergewicht ist eine Beschleunigung von weniger als 6 Sekunden auf 100 Kilometer pro Stunde möglich. Diese Schalter sorgen für die Umwandlung vom Landfahrzeug zum Tragflügelfahrzeug. Erster Schritt in Richtung Boot ist das Aufschwenken des Heckabschlussdeckels. Die Antriebseinheit, bestückt mit einem traditionellen Propeller, kann vom Cockpit aus stufenlos nach unten geschwenkt werden. So sind Geschwindigkeiten bis 50 km pro Stunde auf dem Wasser möglich. Soll es noch schneller gehen, machen diese Tragflächen aus dem Amphibienfahrzeug ein echtes Tragflügelboot. Der Pilot des Splash kann so mit über 80 km pro Stunde über das Wasser fliegen. Diese Tragflächen heben den Splash fast 60 cm über die Oberfläche. Hoch genug, um sicherzustellen, dass keines der 4 Räder Kontakt mit dem Wasser hat. Zusätzlich eingebaute Schwimmkörper und eine Bilgenpumpe machen den Splash sicher und pumpen eventuelles Spritzwasser aus dem Innenraum. Der Splash wird nie in Serie gehen. Er bleibt ein Einzelstück, wie alle bisherigen Rinspeed-Prototypen. Wenn Sie noch nicht genug gesehen haben, am Salon in Genf ist er ausgestellt. Im letzten Quiz ist es ums Cabrio-Fahren.